Du Angst vor öffentlichen Ausschreibungen? Das ist eine Angst, die dich enorme Verkaufschancen kosten kann. Gerade hat mir ein Unternehmer gesagt, dass er öffentliche Ausschreibungen ausprobiert habe, dass er diese aber inzwischen meidet. Warum? Seine Antwort war ganz spannend. Weil es in meinem Business Auftragsklärung vor Abgabe eines Angebots wichtig ist und das durchaus zur Änderung der ausgeschriebenen Leistung führen kann. Denkst du auch so? Das ist ein grundsätzliches Missverständnis. Wer diesem Irrtum erliegt, lässt eine riesige Umsatzchance liegen. Ohne Grund. Denn bei öffentlichen Aufträgen haben wir eine ganz klare Regelung. Die öffentlichen Auftraggeber müssen die Leistungsbeschreibung unmissverständlich so formulieren, dass alle Bieter kaufmännisch vernünftig kalkulieren können. Ja, manchmal machen sie das nicht. Dann hilft nur eins. Fragen, fragen und nochmals fragen. Inzwischen hat die Rechtsprechung geklärt, dass öffentliche Auftraggeber antworten müssen, dass sie sich bei Fehlern selbst korrigieren müssen und dass notfalls sogar die Angebotsfrist verlängert oder gar die Ausschreibung von Grund auf neu gemacht werden muss. Liebe Bieter, erzieht doch die öffentlichen Auftraggeber. So manche Ausschreibung ist dadurch auf neue Füße gestellt worden. Warum sich das lohnt? Weil es viel einfacher ist, als auf dem freien Markt Neukunden zu akquirieren. Und jetzt nicht zögern, ran an die nächste Ausschreibung.